Wir suchen heute Abend ein Werbegesicht für mein Buch. Einen hübschen Aha. Hengst brauche ich, der mir neben mir ein bisschen Werbung macht. Und du hast ja auch so ein Auge für Ich Schönes, für gucke. Extravaganz. Du bist immer gut gekleidet. Von daher denke ich, bist du da ganz gut aufgehoben. Der Nils hat das ein bisschen organisiert. Der hat ein paar Leute da auserkoren, die wir gleich treffen. Dann sitzen wir zu dritt in der Hey Jury. Und Leute, Entschuldigung, dass ich ein bisschen wenn man verspätet vom bin. Teufel spricht, ne? Mr. Hallo. Super Hallo. Perfekt, hier zwei Es tut Minuten mir leid, es ist. Verspätung. Und dann sind das die T-Shirts. Yep. Lass uns abgehen, abdrehen, nackte Haut sehen. Sexy. Wir Ist sind schön doch geworden, oder? super. Sehr schön. Gute Ich Qualität. hoffe mal, dass die Männer, die ich rausgesucht habe, für dich gleich genauso schön sind, wie du die Wie es T-Shirts einfach haben will, findest. ne? Ja, wie du sagen Dann willst. lass uns gehen, lass uns die Hengste nicht warten lassen. Dann los. Okay. Meint er, dass ich mich nicht um ihn kümmere? Ich finde das ein bisschen übertrieben. Klar, ab und zu dreht sich die Welt oft um mich. Hab das auch ganz gerne so, aber es ist ja auch nun mal meine Berufung. Darum erkannte er mich ja auch so. Dass er das jetzt so übertrieben finde, finde ich von ihm übertrieben. Vielleicht habe ich ein bisschen vernachlässigt, mag ich vielleicht eingestehen. Aber dennoch finde ich die ganze Aktion doch jetzt übertrieben, mich einfach stehen zu lassen. Leckerlis. Leckere Mischung hast du mir da zusammengestellt. Jeden Fall. Hast du gut ausgesucht. Also Heidi Klum wird sagen, ihr seid die besten drei von 30.000 Bewerbern aus ganz Deutschland. Applaus. Oh ja. Also schön, dass ihr hier seid. Ihr macht alles, um uns zu beeindrucken. Seid spontan, seid charming, zeigt, was ihr könnt, zeigt eure Muskeln, whatever. I sit right down and write a letter. But Frankie said it better. I almost fainted when you smiled. I'll take my time. I want to but I'm shy. Here's my cup full right up. I'll never stop. I'll never stop. Gut gemacht. Danke für den Einsatz, ey. Super klasse. Guck dir mal den Buddy an. Ja, das ist schon sehr. Chippendale in Salzufeln, sage ich. Oh! Da war einer im Moulin Rouge. Ja, aber könnten die sich nicht auch mal hinlegen? Oh, Mia, nun, nicht hier alle durchtesten. Geiler Typ. Da muss ich leider enttäuschen. Mal später weitermachen. Ja, dann, wenn du nicht mehr ausziehen willst. Er meint, er braucht das nicht mehr. Er meint, er braucht das nicht. Attraktiv und frech. Alleine sehe ich ja schon umwerfend aus. Aber vielleicht ja auch nur zu 99% der Geschmack aller. Und da habe ich gedacht, für das eine Prozent, um das eine Prozent zu überzeugen, hole ich mir noch so einen heißen Hengst an meine Seite. Und dann habe ich die 100%. Ihr habt es uns nicht leicht gemacht. Ja, es hat der gewonnen, der Typ, der jetzt noch oben ohne ist. Dankeschön. Danke, dass ihr hier seid, Luca. Dankeschön, hast du trotzdem geil gemacht. So, wir haben noch vor, dass wir mit dem Gewinner jetzt in die örtliche Disco hier fahren, mit meiner Jury und da noch ein bisschen ins Krachen lassen. Das ist so ein bisschen auf dein Gewinn. Und du hast ja gewonnen und dann haben wir bald noch ein sexy Shooting. Und da muss auch die Hose fallen. Wunderbar. Hätte ich nicht erwartet, den ersten zu machen, weil Konkurrenz war ja nicht gerade schwach. Und ja, erstmal feiern gehen und mal schauen, wie der Chris so drauf ist. Die anderen beiden haben schon fast blank gezogen und dem hat er sich widersetzt. Also seinen eigenen Kopf zu haben. Respekt, den habe ich ja auch. Also es ist schon freches Selbstbewusstsein, eigentlich so wie ich. Und hat der echt mitgepunktet, war echt. Und natürlich der Körper, das Aussehen, der Hintern. Musste er halt dann irgendwie doch gewinnen, ne? War da eigentlich kein schlechtes Gewissen. Ich war in meiner Rolle als Partyprinz. Ich habe da gefeiert und wenn dann Gas, dann Vollgas. Und wir hatten alle Spaß, war ein ausgelassener Moment und war eigentlich ein toller Moment.
Ja, in der Not frisst man Brot, da schlägt einen Dackel tot, sage ich immer. Und ja, Stefan war da Sendepause. Ich habe gedacht, ich muss jetzt nicht in Nonnenkostüm da rumtrauernd in der Disco sein. Passt auch gar nicht zum Partyprinz. Und nach ein, zwei Sekt und Stevens blauen Augen macht mich so emotional. Sind wir uns immer näher gekommen, ja, und dann habe ich ihn mir gekrallt. Als ich den gesehen habe, dass er mit dem Typen da rumgeknutscht hat, dann hätte ich ihm am liebsten einen gepfeffert. Die Nummer, die er da in der Disco abgezogen hat, war der Oberknaller, mit so einem Jüngling da rumzumachen. Und das auch noch wirklich so, dass ich es sehen muss, da bin ich ausgerastet. Wir machen hier Party. Du lass das mal ganz. Marvin, mein Manager. Wir reden jetzt erstmal draußen. Was haben wir denn draußen? Du guckst jetzt mich an und ich ihn, okay? Was soll denn das? Wir gehen jetzt raus, mein Lieber, aber ganz schnell. Ich hab ja gerade so eine geile Schale. Ja. Raus hier. Was soll denn das? Hey. Ey, du blamierst mich vor meinen ganzen Fans. Dann streut mich nicht so durch hier. Was soll denn das, du Idiot? Mia! Raus hier! Mia hilft ja auch nicht weiter. Ey, lass meine Arme los! Ey, ich bin doch nicht dein Eigentum! Zwei Tage alleine, dann... Du hast doch Schluss gemacht, oder nicht? Ey, was soll das? Du kannst mich mal. Komm jetzt. Von mir aus braucht er nie wieder ankommen. Ich hab die Schnauze voll. Das war's. Der zerrt mich da raus aus dem ganzen Laden, immer mit der voll zur Lachnummer. Die ganzen Leute gucken, Steven guckt, alle stehen drumherum und ich mach mich hier zum Hampelmann und er zerrt mich da raus. Er hat mich doch verlassen, was soll die ganze Scheiße? Ich verstehe es nicht, der macht da mit so einem Jüngling rum. Wir haben uns gerade getrennt und wenn ihm irgendwas an mir liegt, dann hätte er das nicht gemacht. Also so einen Mist habe ich noch nie gesehen. Von mir aus braucht er nie wieder ankommen, ich habe die Schnauze voll. Das war's. Die ganze Geschichte konnte ich im Moment jetzt auch nicht viel ändern und ja, Steven hat da versucht, mich aufzufangen und ein bisschen aufzuheitern und wir haben dann noch so ein bisschen die Nacht zum Tag gemacht und ja, noch ein bisschen weiter gefeiert. Ja, dann gib mal ein bisschen Gas. Also ein Tucken weiter nach links noch. Stopp. Jetzt kannst du mal für Musik sorgen irgendwie. Ja, das kriegen wir hin. Genau. Und jetzt? Einen Moment. Gehst du noch mal ein bisschen rüber? Check ja. Your ass, baby. Mit den heißen Fotos wollen wir natürlich den Umsatz des Buches ankurbeln, weil das Buch ist ja schon mal ein bisschen schlüpfrig in einigen Kapiteln. Von daher passt das ganze Thema auch und die Fotos werden halt eingesetzt für PR-Kampagnen, einfach für ein bisschen Medienrummel. Okay, ich würde sagen, wir wechseln jetzt einfach mal das Set. Wir gehen einfach mal in die Richtung. Du hast eine schlüpfrige Idee. Ja, viel Spaß. Dein T-Shirt ausziehen oder so und ein bisschen... Ja, könnte auch. Ich fotografiere das nur. Schön weit gehen, Sex sales. Hose runter. Die sieht einfach Endstufe aus, also ist schon ein heißes Teilchen. Ja, wenn man mit so einem süßen Früchtchen dann ins Bett geht und da Fotos macht, dann gehen dann schon mit einem die Pferde durch. Ne? Was für Fotos das sind, das wusste ich ehrlich gesagt so gar nicht. Ich bin jetzt selber so ein bisschen, ich glaube, auch rot geworden zwischendurch, weil normalerweise fotografiere ich solche Geschichten irgendwie so gar nicht. Eher so was Ruhiges, Familien, Models, Hochzeiten, solche Geschichten. Aber das war jetzt schon was anderes. Was ist eigentlich jetzt mit Stefan? Ich wundere mich gerade so über die Situation als solches. Lange Geschichte. Falsche Frage? Falsche Frage. Okay.
bin gerade ein bisschen raus jetzt aus dem Thema. Ich mit dir erstmal weitermachen? Ah, die Pose ist super, bleib so. Wunderbar. Perfekt. Du kannst direkt so liegen bleiben. Komm mal mein Handy. Schon wieder die Mobilbox. Kannst das mittlerweile auseinanderhalten, Beziehung und Arbeit? Lass uns weiter. Ja, solange Stefan nicht rangeht und sich von sich aus auch nicht meldet, weiß ich auch nicht. Genieße ich jetzt den Moment und mit Steven ist es ganz nett.